Tja, Leute, ich bin aber auch ein Trottel. Ich habe den Part erstmal wunderbar zu spät beendet und dann war natürlich meine Zeit schon rum und der Part hat einfach aufgehört. Und ja, ich habe jetzt natürlich den Schaman jetzt schon getötet, meine Leute schon ein bisschen hier hergerückt und bin schon mit Matthew in das Haus hier rein. Aber ich zeige es euch trotzdem noch einmal. Er hat sie nicht gesehen. Verdammt. Ja, normalerweise hätten die dann diskutiert, weil Matthew und Hector, die kennen sich. Weil der Typ heißt Hector. Und hier drin werden wir seinen Kumpel Elliewood finden. Und ich bin jetzt auch schon im Zug 8. Ich muss es halt in Zug 15 beenden. Und ihr seht, Erk ist richtig am Arsch. Und kriegt da eher nur auf den Sack, anstatt er da irgendwas vollbringt. Er ist da schon besser, aber er steckt da auch immens ein. Es fehlt nur noch der Endboss. Und dann ist es geschafft. La da 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 da. Swing. Hussein, heile dich doch mal. Erk ist auch etwas angekratzt. Aber erstmal Flori, ne, das Rädchen. Wie viel machst du Schaden? 7 und er macht dir 3. Und er hat 22 KP, oder? Jo. Also. Einmal 7? Wer mögt ihr sein? Ihr spielt hier die Hirden in einer naiven Ritterromanze. Ihr glaubt vielleicht, ihr werdet den Kindern eine Hilfe. Stattdessen läuft ihr offenen Augen auf den Untergang zu. Sing! Schamanen sind auch richtig coole Einheiten. Und wir werden auch später einen ins Team holen. Der Hessen jetzt Cheat ist, werde ich natürlich es auch so machen, dass ich jede Einheit mit den gecheateten Entwicklungsgegenständen dann weiterentwickle, damit ihr jede Entwicklung einmal seht. Swing! Swing! Kommt denn jetzt ran an den Trangle daran? Wenn er hier noch einmal angreift, dann zählt es sich nochmal. Swing. Und das alle heilen sich. Bis auf... Nee. Also, wie viel macht Glyn Schaden? 10 mal 2? 7 mal 2, töte ihn genau. Aber du musst zweimal treffen, kapiert? Tja, nein! Verdammt! Das ist nicht gut, nein. Hier ist Slow-Motion-Angriff und Schlitz. Komm jetzt nochmal hier los! Critical! Jawohl! Dann ebenso! Ihr habt nur Staub aufgewirbelt! Ihr seid zu spät! Das Mädchen ist bereits! Oh, scheiße! Das klingt übel! Zing! Yeah. Ui! Welch geiles Level-Up! So ein geiles hatte ich noch nie... Nein, natürlich! Nils, wo ist deine Schwester? Ninian! Sie ist nicht hier, warum kann sie nur sein? Lady Lundes! Ein Dörfler sah eine Gruppe von Männern auf dem Weg nach Süden. Die Schwester des Jungen? Sicher ist sie bei ihnen. Kommt, wir müssen ihn hinterher... Aber wir werden es nicht schaffen. Was wenn sie bereits... Sucht ihr nach diesem Mädchen hier?
Na, das nenne ich mal Rettung in der Not. Ninian, Ninian! Es geht ihr gut. Sie hat nur das Bewusstsein verloren. Wer seid ihr? Ich bin Elwood von Pharaoh. Mein Vater ist der Marquis. Der Sohn des Marquis. Sie war bei einer Bande von Banditen und schien mir sehr aufgeregt. Ich hatte den Eindruck, sie hätte eine Rettungsaktion nötig. Tat ich Unrecht, mich hier einzumischen? Nein, ihr habt ihr Leben gerettet. Vielen Dank. Mein Name ist Lynn. Ich komme aus Sakase. Auch bin ich die Enkelin von Marquis Selene. Marquis Selene? Bla 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 bla. Und so endet meine Geschichte. Ich weiß, sie ist nicht leicht zu glauben. Nein, ich glaube euch. Was? Auf den ersten Blick sah ich nur eine Tochter der Ebenen. Doch jetzt erkenne ich, ihr habt die Augen eures Großvaters. Kennt ihr meinen Großvater? Der Marquis Lord Hausen ist ein enger Freund meines Vaters. Auch weiß ich, dass keine Lüge über die Lippen einer stolzen Sakase käme. Es ist wahr, oder etwa nicht? Ja, ich danke euch. Ich hätte nicht erwartet, dass ein Edelmann aus Lycia einer Nomadin aus den Sakase gegenüber so freundlich gestimmt sein könnte. Ihr scheint in Schwierigkeiten gewesen zu sein. Kann ich euch helfen? Danke für euer großzügiges Angebot. Doch dies ist mein Problem allein. Und ich allein werde es lösen. Ich verstehe. Ich werde mich noch einige Tage in der Gegend aufhalten. Benötigt ihr etwas? So lasst es mich bitte wissen. Lindis, ich stehe auf eurer Seite. Elwood, ich danke euch. Ja, damit haben wir schon alle drei Haupthelden in diesem Spiel gesehen. Ninian, bist du wach? Nils, bist du es wirklich? Oh, du bist wohl auf. Oh ja, diese Leute haben mir geholfen. Wer sind sie? Ich bin Lynn. Ich bin sehr froh, dass es dir besser geht. My Lady Lynn, vielen Dank. Ich werde Ninian genannt. Mein Bruder Nils und ich sind fahrende Künstler. Ihr beide? Dein Bruder ist ein Musikant. Was ist deine Kunst, Ninian? Ich tanze. Was? Oh, du bist eine Tänzerin. Zane, nicht jetzt. Bitte. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Eine Tänzerin. Deine Kleider scheinen nicht die einer Tänzerin zu sein. Ninian tanzt, um das Leben zu ehren. Ihr Tanz ist etwas Besonderes. Etwas Heiliges. Ein heiliger Tanz. Was hat das zu bedeuten? Der Tanz, den ich während unserer Reise darbietete, ist nur ein Tanz. Mein anderer Tanz jedoch, als sie mich gefangen nahmen, habe ich meinen Knöchel verstaucht. Ich kann nicht tanzen, um euch zu helfen. Es tut mir sehr leid. Bitte sorge dich nicht. Wir sind glücklich, dass du dich nicht länger in Gefahr befindest. Vielen Dank. Aber ich mache mir Sorgen wegen deines Beins. So kannst du nicht reisen. Ich habe eine Idee. Würde ich zu viel verlangen, wenn ich euch bitten würde, euch begleiten zu dürfen? Das kann ich nicht erlauben. Es ist viel zu gefährlich. Wir werden verfolgt. Wir können jederzeit erneut angegriffen werden. Wir wären euch kein Hindernis. Wir könnten euch sogar helfen. Ja, wie sie uns helfen können, das erfahren wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.